Ja, moin moin. Heute gibt es mal ein kleines Video zu dem, Moment, wo haben wir ne? Hier. Den Spirituskocher, den ich in Dänemark gekauft habe. Und zwar wollte ich den jetzt mal testen, den Kocher. Mit einem Jägertopf, den ich mir eben noch schnell aus dem Supermarkt geholt habe. Von, ja, dem Freizeitmacher. Ja, auch das gleiche Zeug, was ja auch in dem Eva drin ist. Wollen wir den mal testen? Erstmal Kocher und dann auch den Jägertopf. Also bleibt dran. Ja, als Gestell dafür, weil ich da jetzt noch nichts für konstruiert habe, eigentlich wollte ich da so eine Auflage für machen, die man da genau reinsetzen kann. Bin ich aber leider noch nicht zu gekommen. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal den guten Schweden, weil das können wir dann da irgendwie reinfriemeln, dass er da drin steht. Das kriegen wir wohl hin. So. Erstmal den hier auspacken. Da sitzt ja auch dran drin. Da fällt schon alles auseinander. So. Können wir jetzt auch noch mal lösen, wo wir das gerade alles hier auseinander haben. Einmal gucken. Und den Trangia vergleichen mit dem Spirituskocher, den die dänische Armee hat für medizinische Gerätschaften zum Sterilisieren. Also das Ding ist bedeutend flacher. Ja, von der Länge her ein bisschen länger, aber auch schmaler. Ich bin mal gespannt. Oben der Brenner ist zwar kleiner vom Durchmesser, das kann man hier wohl erahnen. Nehmen wir den hier ab, dann könnt ihr das genau sehen. So, im Vergleich dazu. Ich bin mal gespannt, wie der jetzt hier funktioniert. Wir werden sehen. So, den tragen die ja weg. Jetzt brauchen wir noch Spiritus. Mal gucken, wie der sich schlägt. Erstmal auffüllen. Ja, dauert ein bisschen, bis das wegsackt. Schon rüber. Das ist jetzt nicht so schön. So, also der ist jetzt, seht ihr das? Gut gefüllt. Sackt noch ein bisschen weiter drin ab. Wenn ich das einmal, dann könnt ihr das auch sehen. Er sackt noch ab da drin. Aber der ist jetzt eigentlich ziemlich, oder geht noch was rein? Schauen wir mal. Ja, geht noch was rein. Jetzt müssen wir gleich erstmal ein Tuch holen. Um das Überschüssige abzuwischen. So, ich stelle den mal hier hin. So, das wäre das. So, jetzt packen wir den hier mal rein. So. So sieht das Ganze jetzt aus. Da steht er schön drin. Kann auch so nichts passieren. Ich hole gleich noch einen Stein, den packen wir da drunter, dass die Wärme nicht direkt auf das Holz hier von der Bank geht. Und dann schmeißen wir den mal an. Ja, Stein ist drunter, dann wollen wir mal anzünden. Da dran.
an ist er. Wasser. Wir den schon mal draufstellen. Andersrum. Aussparung nach vorne hin. So. Den noch ein bisschen passend biegen, dass er da vernünftig in den Topf reingeht. So. Den ab ins Wasser. Und Deckel drauf. Na, ob das ausreicht mit der Flamme da oben hoch? Wir werden sehen. Ja, sie kommt oben dran. Schauen wir mal. Ja, in der Zwischenzeit gönne ich mir mal noch ein schönes Bierchen mit Mitbringsel aus dem Urlaub. Wir sagen Prost auf euch. Ja, da bin ich mal gespannt, ob das was wird mit dem Ding. Ich muss sagen, der Brenner, der tut es echt gut. Und mit der Höhe, das kommt auch wohl hin. Feuert ordentlich. Ja, so 5 Minuten sind jetzt um. Und ich muss sagen, also, es dampft schon, unten bilden sich Blasen. Ja, wie viel Wasser habe ich da ungefähr reingetan? So viel ist noch drin in der Literflasche. Weiß nicht, was sind das? Vielleicht 300 Milliliter. Oh, der geht wohl. Der geht. Ja, der läuft jetzt auch schön über alle Löcher, kommt schön die Flamme bzw. das Gas raus. Wir können ja noch mal drauf gucken. Ja, der tut es ordentlich, der Kocher. Das sieht schon gar nicht schlecht aus. So, mal oben reingucken. So, seht ihr das? Schön am Dampfen schon. Bläschen bilden sich unten schön. Ja, es wird was. Kaum gibt es was zu essen, sind die Hunde wieder da. Ja, es ist jetzt ordentlich am Kochen, nach gut. Ja, war das 12 Minuten oder so. Ich muss sagen, der tut es ordentlich. Wir lassen das jetzt noch so ein bisschen vor sich hin köcheln. Jetzt hier unten aus, ja, der tut es ordentlich. Bea ist gut. Ja, ist ja unten hier am Faxen machen, der will wieder rein. Ich muss sagen, so langsam wird es dunkel. Was sagt die Uhr? 10 vor 9. Ja. Schönsten Zeiten sind vorbei. Gehen wir langsam auf Weihnachten zu. So, jetzt wollen wir das mal hier alles rausnehmen. So, der. Ja, da ist ordentlich was los. Da brodelt es richtig schön drin. So, jetzt kriegen wir den ganzen Rotz hier runtergehoben. Ohne dass uns die Finger warm werden. So. Also der Kocher, der tut es echt gut. So, wohin damit? Erstmal auf den Boden. So. Ja. Und jetzt müssen wir den irgendwie ausmachen. Ne? Treffen wir jetzt den Deckel da unten? Natürlich nicht. Das war ein Fehlversuch. So, kann man das hier anfassen? Wir stellen ihn einfach an die Seite. So, dann lassen wir
lassen den einfach mal ausbrennen. Ist ja doch hier ganz schön finster. Also. So, da ist der Jägertopf. Ich habe mal einfach jetzt mal die Feuerhand hier dazu geholt, dass man mal ein bisschen was sehen kann. So, ja, ist warm. Ja. Also riechen tut es schon mal gut. Sieht auch nicht so trocken aus wie das Cevapcici. Da ist also mehr Soße bei. Richtig schön Soße. Das ist schon mal gut. Das mögen wir. So. Ja, wie ihr seht, der ist immer noch am vor sich hin köcheln. Also der brennt schon ganz schön lange mit der Füllung. Gar nicht schlecht. So. Na, können wir die Schale schon anfassen? Vernünftig? Ja, ist doch ganz schön heiß. Ja. So sieht's aus. Nudeln. Bisschen Fleisch sehe ich wohl. Ne, Pilze. Pilze, da sind Fleischbällchen. Hier sind Fleischbällchen. Ja, noch ein bisschen warten, noch ein bisschen abkühlen. Dann wollen wir mal gucken, wo ist mein Bier hier. Ah, ja, das ist gut. Ja, so langsam geht das da unten runter mit der Flamme. Ich zeige euch das mal. Ja, ist aus. Jetzt ist er aus. Ja. Hat er fast 20 Minuten gebrannt, das geht ja schon. So, können wir hier nochmal drüber leuchten. Fleischbällchen. Na doch, keine Pilze zu sehen. Sah eben erst aus wie ein Pilz, aber das war ja wirklich im Halbdunkeln. Fleischbällchen, Nudeln und ordentlich Soße. Ja, da bin ich mal gespannt. Da sind jetzt Pilze zu sehen, ganz kleine Stücke. Ja. Ja, also geschmacklich, mal so sagen, ein bisschen Laff. Könnte doch etwas mehr gewürzt sein. Da ist wenig Gewürz dran. Fleischbällchen gehen. So, eins, zwei, wie viele Fleischbällchen sind drin? Drei. 4, 5, 6. Na, ist nicht so viel. Meistens Nudeln. Aber es ist nicht so trocken, wie die Cevapcicis waren. Also das muss man sagen. Wenn noch ein bisschen mehr Pep dran wäre, vom Gewürz her, dann wäre es top. Aber so als Armbrot geht das wohl. Ja, das war's. Ja, also kleines Fazit. Der Kocher, also wirklich top. Gefällt mir gut. Auch jetzt von der Brenndauer passend. Also jetzt für so ein Ding warm machen, hundertprozentig. Ja, und der Jägertopf,
Was kann ich dazu sagen? Ja, also der war auf jeden Fall gut mit Soße, das passte schon. Anteil an Soße war top. Nudeln auch gut, Pilze konnte man auch rausschmecken. Fleischbällchen war auch ausreichende Menge da drin. Aber wie gesagt, hätte vom Geschmack her noch so ein bisschen daher so ein bisschen der Pep gefehlt. Aber sonst, ja, für zwischendurch kann man wohl essen. Alles gut. Ja. Dann Dankeschön, dass ihr mit dabei wart bei dem Test von dem Kocher. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.